ersten Straßen zu kaufen und die ersten Mieten zu kassieren. Aber dann irgendwann kommt ja der Punkt im Spiel, gelangt man ja an den Punkt, wo halt alle Straßen vergeben sind. Und dann geht's halt ums Handeln. Ja, das wird dann ganz interessant. Ich weiß nicht, ob wir den Punkt heute erreichen werden. Es kommt später noch was anderes. Ob's Outlast wird, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Alien neuer Schwierigkeitsgrad existiert. Und ich werde definitiv, denke ich, also, was heißt definitiv, aber ich werde eventuell vielleicht Alien heute nochmal streamen. Und, aber die Entscheidung lasse ich bei euch. So, jetzt gibt's eine Auktion. Wer hat denn davon schon jemand eine Straße? Nein, okay. Ich biete mal mit. Wenn ich schon nicht dran sein darf, dann darf ich wenigstens mitbieten. So. Okay, der Auktionspreis bei 83,84 jetzt mittlerweile schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele verschiedene Meinungen gehört von Leuten, die das Spiel haben. Die sagen, es gefällt mir nicht, es ist nicht so toll. Ich muss sagen, ich bereue es nicht, weil ich ja sowieso mit Stream und so ist es ganz geil. Für einen Stream ist es echt geil, weil erstens, wenn man das später, also jetzt momentan funktioniert halt der Multiplayer noch nicht vernünftig. Aber wenn ich mir das vorstelle, man spielt das wirklich mit 6 Leuten in einer Party im Stream und ihr hört die Leute in der Party auch, dann kann ich mir das richtig geil vorstellen. Also wie gesagt, das Spiel wird definitiv auch was für die Silvestergala. Und dann ist es richtig lustig. Viele sagen auch, dass das Spiel relativ unübersichtlich ist. Das kann ich teilweise verstehen, teilweise aber auch nicht, weil ich sehe alle Straßen, ich sehe alles angezeigt. Ja? Das Einzige, was mich halt stört, ist das mit dem Würfeln. Wo ich schon sagte halt, dass man halt ins Bild reinwürfelt. So wie jetzt so. Ja, man würfelt manchmal so seine eigenen Figur noch an. Aber, nun gut. Das werdet ihr, wie gesagt, nachher sehen mit dem Gefängnis, wenn ich mal im Gefängnis sitze. So, eine 11 habe ich gewürfelt. Und was ich nachher streamen werde, wie gesagt, lasse ich ganz mal bei euch. So, was haben wir denn da? Da haben wir die Seestraße. Die bringt natürlich im späteren Verlauf ein bisschen mehr. Ich glaube, die Seestraße werde ich mal kaufen. Dann habe ich sie. Wirst du The Evil Within auch im Stream spielen? Ich stehe, glaube ich, kurz vor dem Finale von The Evil Within im Let's Play. Ja, ich glaube, es sind höchstens nur noch 2-3 Folgen, die ich aufnehmen muss. Dann bin ich, glaube ich, durch. Gott sei Dank. Und ich habe ja gesagt, dass ich streamen werde. Auf jeden Fall nochmal. Aber dann so in so einer Art Speedrun, in Anführungsstrichen, werde ich dann wahrscheinlich, denke ich mal, durchrushen, versuchen. Weil es gibt ja so viele Sachen, die man da erreichen kann. Ja. Du kannst auch eigene Spielbretter erstellen. Ja, genau, man kann auch eigene Spielbretter erstellen. Das war ja so mein Gedanke oder meine Idee, mit euch zusammen zum Beispiel ein Spielbrett erstellen. Dass ich zum Beispiel sage, die RW2209 WE Chaussee. Ja, oder hier zum Beispiel Shelly 2 Cup, hier zum Beispiel Shelly 2 Cup Boulevard. Oder, siehe der Söckchen, die Söckchenstraße oder sowas, ja, das ist natürlich geil, weil man kann das mit der Let's Play Live schon so ein bisschen kombinieren und immer wenn wir das spielen, kann man das so ein bisschen einbinden. Das ist natürlich sehr, sehr geil. So, jetzt schaue ich nochmal, die Straße habe ich schon eine von, natürlich werde ich da jetzt mehr bieten. Na. So. Ja, mit eigenen Straßennamen, genau, da kann man die Straßennamen, auch Bilder und so, auch mit den Uplay-Punkten kann man neue Bilder kaufen. Und, ich will unbedingt diese Straße haben, weil dann habe ich nämlich schon 2. Jawohl. Jawohl, gib auf. Sehr schön. Yes! So. Jawohl, da habe ich wenigstens schon mal 2 von denen. Von den Straßen. Das ist schon mal gut. Da fehlt mir nur noch eine, weil dann kann ich mich anfangen zu bauen schon. Und das wird dann richtig teuer. So, aber optisch ist es echt eine Wucht, also ich muss ich sagen, Hut ab, also es macht eine Menge Spaß, vor allem, wenn ich mir das vorstelle, man spielt das echt so zusammen, auf einer Party gemütlich. Oh. Was für ein Pech. Tja, da geht die Katze mal in den Bau. Ja, das ist bestimmt Catwoman. So, und jetzt werdet ihr hier gleich sehen, was ich mit den Würfeln meine, wenn er anfängt zu würfeln. Würfeln Sie und sehen wir, ja. Was die Zukunft bringt. Das, was mich so ein bisschen ärgert und stört, aber ansonsten ist es eigentlich ein geniales Spiel.
alleine gut, kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich denke mal, wenn man das mit mehreren Freunden spielt, ist es schon relativ amüsant. Und auch mit Entschuldigung. Im Übrigen, ja, ich stehe kurz vor der 200 Abonnentengrenze bei YouTube. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, 197 sind's. Also 3 Abonnenten mehr und ich muss mir was einfallen lassen für ein 200 Abonnenten-Special. Ich weiß noch nicht, was. Ich bin total überwältigt, wenn es so sein sollte, mit 200 Abos. Dann muss ich mal gucken, was ich dann mache. Ich ziehe mich nackig vor der Kamera auf. Nein, Quatsch. Ich weiß es noch gar nicht, keine Ahnung. Erstmal vielen, vielen Dank. Richtig interessant wird es erst, wenn man gebaut hat. Ja, so weit war ich noch nicht, RW. So weit war ich im Spiel noch nicht. Ich habe jetzt erst ein Spielbrett mit meinem Daddy oder mit meinem Vater. Habe ich da angefangen, ein Spielbrett zu spielen. Da sind wir jetzt relativ am Anfang noch. Haben jetzt so ein paar, so die ersten Straßen, wo so viel gekauft sind. Vielleicht, ich sag mal so um die 5 bis 8 Straßen sind noch offen. Und sind noch... Oh, geh ins Gefängnis. Geh nicht mehr los. Frogbender, ich grüße dich. Willkommen zum Let's Play Live Show und zum Monopoly. Ja. So, jetzt bin ich aber gleich gespannt. So, ich bin dran. Juhu, ich darf auch mal wieder. Was? Okay, ich habe nur ganz kurz angetippt. Was haben wir denn da? Wir haben da... Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete. Ach, der Leo zahlen. Besitzt schon die Wiener Straße. Naja, da bezahle ich doch mal die 14 Euro. So, Zigeunerrobben, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Let's Play Live Show. Prost zusammen und willkommen zum Monopoly. Achso, Zug beenden, Entschuldigung. Sie sind dran. So, der David ist jetzt dran. Ich würde es gerne, wie gesagt, im Multiplayer spielen. Wäre natürlich lustig, auch so mit Party und so mit Party-Chat. Jetzt für euch auch. Aber leider funktioniert das ja das Ganze noch nicht. Aber, ich finde es trotzdem amüsant, euch das Ganze auch mal zu zeigen, mal neue Spiele. Es wird sowieso demnächst mal wieder so sein. Denn es wird ein neues Format hier in der Let's Play Live Show geben. Jetzt werden viele aufhören. Wie neues Format? Was? Ja, das alles, aber wie gesagt, werdet ihr dann halt im Silvester-Stream erfahren, was das Ganze soll und wohin die, was ich heute am Anfang des Streams gesagt habe, wohin die Let's Play Live Show wieder geht. Also die Let's Play Live Show ist halt momentan. Denken Sie gut über den. Ja, jetzt nicht mehr so, jetzt gerade halt nicht, aber vor zwei Wochen war es halt so gewesen, dass sie ganz schön aus dem Ruder gelaufen ist und halt nicht mehr da gewesen ist, wo sie früher mal war. Ja, und da möchte ich halt wieder hin. Und das werden einige, die länger schon im Stream sind, werden natürlich vielleicht jetzt überlegen und sagen, ich könnte mir vorstellen, was das ist. Einige, die vielleicht nicht so lange da sind, werden sagen, wird jetzt hinten der Blödmann da oben, rechts oben in der Ecke. Haben Sie schon ja. Über den Ausbau ist doch egal, gedacht. Wie gesagt, schaut euch einfach die Silvestergala an, hier um 20 Uhr an Silvester und da werde ich alles weitere erfahren. Auch was YouTube angeht im Übrigen. Hoffentlich klappt das bald online. Ja, ich habe es ja vorhin ausprobiert mit Razer. Und das Problem ist einfach, dass er hat die abgespeckte Version. Jetzt gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das ist mit den Leuten, die Vollversion haben. Ich habe selber die Vollversion Sie hier. Ich habe auch, kann ich mal eben kurz holen. Kleinen Moment, Sie es kaufen? Wenn ich schon einmal dabei bin. Lalalalalala. Moment, ich muss mal kurz gucken. Na, so sieht die Packung aus. Ja, ich habe es mir bestellt. Also ich kaufe mir ja keine Spiele im Store. Also ich lade es ja nicht runter, sondern ich kaufe sie mir als Retail-Version. Ja, und vor allem auch voll geil. Ab 0 Jahren. Ich möchte mal gerne sehen, wie ein Säugling das spielt. Es ist ja auch... Entschuldigung, muss ich einfach machen. Ist ja auch egal. Was wollte ich sagen? Und nicht lügen. Ich wollte sagen, Online-Modus ist natürlich... Fände ich natürlich sehr, sehr geil. Geht das hier? Kann man das irgendwie so... So, und jetzt sehen Sie hier... Aha. So, das ist das neue Monopoly. Das kann man aufklappen und dann ist da die Disc drin. Ich glaube, ich könnte auch gut bei QVC oder so arbeiten. Ja, immer so schön Produkte präsentieren. Ja, da kann man das wenden und dann stehen hier überall die Janis. Schauen Sie, und wenn Sie jetzt anrufen, in den nächsten 5 Minuten, ja, dann kriegen Sie noch das Video Schwitzen mit Reflex gratis. Scheißegal. So, so, was ist denn das hier? Das ist, da habe ich, glaube ich, auch schon eine von, ne? Oder?
Ich biete mal mit. So, geiles Game. Ja, heißt so, 1980. Leider, wie gesagt, mit dem Online-Modus. Darauf wollte ich zu sprechen kommen, hier in der Let's Play Live-Show. Es wäre natürlich richtig geil, mit euch zusammenzuzocken, die das Spiel in der Vollversion haben. Ich weiß nicht, ob das mit den Leuten, die Vollversion haben, besser funktioniert, als wie die, die diese abgespeckte Version haben. Weil das funktioniert ja mit Razer halt nicht. Das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, weil ich weiß es nicht. Falls ihr das Spiel habt, ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken möchtet, macht das. Und ihr mit mir zusammenspielen möchtet, habe ich nichts dagegen. Ich habe eine Party offen. Großartige Investition. Da kann man das mal ausprobieren. Aber so ist es, wie gesagt, relativ ein geiles Game. Und der Online-Modus, ja, wenn es halt noch nicht funktioniert, ist auch nicht so schlimm. Hauptsache es funktioniert Silvester. Das ist mir wichtig. Ich bin echt mal gespannt, wer von euch aus Silvester kommt. Also wer von euch Silvester einschaltet. Ja, da lasse ich mich echt mal überraschen. Wie gesagt, Silvester 20 Uhr, Let's Play Live Show, wie immer. Eigentlich fällt ja auf. Ist das ein Donnerstag? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Hi Patrick. Ich habe es im Store gekauft. Ja. Ja, es gibt ja angeblich, also ich habe selber nicht gesehen, ich weiß es nicht, angeblich gibt es ja im Store eine 14,99 Version und einmal diese 30 Version, die habe ich ja auch hier als Disc-Version. So, das ist das, was ich meine mit den Würfeln, ja, dass man da so die Dings umschmeißt, das finde ich halt nicht so pralle. Und es gibt halt, wie gesagt, diese 30-Euro-Version und das mit 30 Euro Version und 14 funktionierte gerade irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ein lukratives Geschäft. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder halt an andere Dinge hapert oder an den Servern. Los, auf jeden Fall ging es gerade nicht. So. Der David ist dran. Der hat noch nicht so viel gekauft. Ich bin, glaube ich, der am meisten gekauft hat. Bisher kann das sein. Ich bin auch der am wenigsten Geld hat. Fällt mir gerade auf. So, ich werde mich jetzt mal ein wenig zurückhalten, was das Kaufen angeht. Endlich mal ein richtiges Game ab 18. Ja, natürlich, genau. So, schauen Sie hier, das ist das schlimmste Game ever, Monopoly. Ich finde das so geil, ich habe einen auf YouTube abonniert, einen YouTuber, der kritisiert ja auch immer so Videospiele und auch so andere so Gegenstände, die man kaufen kann. Und unter anderem, ob ihr es glaubt oder nicht, hat der Plants vs. Zombies kritisiert. Ja, das Spiel ist, glaube ich, ab 12, ja. Und das muss verboten werden, das gibt's gar nicht, das ist überhaupt ein Unding, ist das kann man überhaupt nicht gewährleisten. Ich möchte gerne sehen, wie er das hier in den Händen hält und sagt, ja, das ist ab Null, das ist noch zu viel, ab Null ist noch zu alt, das, oh nee. Ja, naja, ist doch egal. Ich find's total geil, ich weiß gar nicht, kann man sehen, ich habe nämlich gerade hier, das ist die Monopoly-Hülle und da drin ist gerade die Evil Within. Wie gesagt, die letzte Folge werde ich wahrscheinlich morgen aufnehmen, vielleicht heute Nacht, von The Evil Within vom Let's Play. Und dann vielleicht ja schon, obwohl die letzte Folge wird ja dann, denke ich mal, Ende nächste Woche wahrscheinlich dann online kommen. Wahrscheinlich nächstes Wochenende vielleicht dann Evil Within im Stream. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ich habe 30 Euro bezahlt. Ja, dann hast du auch die Family Edition. Grand Theft Monopoly. Ja, wie gesagt, das ist dann die Maximum Edition von Monopoly. Ich wusste gar nicht, dass das von Ubisoft ist, dieses Spiel. Und von Hasbro, also Hasbro klar, aber von Ubisoft, das ist, war mir neu. Naja. So, Prost zusammen. Was, 30 Euro kann ich mir nicht leisten. Kann mir nur Games leisten. Okay. Ich kann mir auch keine 30 Euro Games leisten. Ich kann mir nur Games leisten, die für 2 Euro im App Store zur Verfügung stehen. So, ich glaube, diese Straße werde ich, glaube ich, mal auslassen, weil das ist nicht mein Ding. Da halte ich mich raus. Achso, ich kann mir nur Games leisten, die 69 Euro kosten. Das ist natürlich auch geil. Solltet auf jeden Fall zuschlagen momentan. Ich glaube, ist noch momentan noch im Store. Und zwar Alien Isolation für 39, 34, ich glaube 34,99. Auf jeden Fall zuschlagen. Ist ein geiles Game. Im Übrigen, wie gesagt, 2 neue Schwierigkeitsgrade. Ihr dürft natürlich entscheiden, was wir heute spielen werden, noch anschließend, nach Monopoly. Ich denke mal, dass wir Monopoly so um die, weiß nicht, 21 Uhr, 22 Uhr, je nachdem, wie ihr das findet, wie die Zuschauerzahlen das auch so empfinden,
Nein! Oh. Jetzt habe ich eine 6 Griffe, wollte eigentlich länger drücken. Ist ja auch egal. Nee, will ich nicht. Grün hat schon eine Leo, da sollen die sich drum prügeln. Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Nein, möchte ich nicht. So. Das ist die Hauptstraße, die bringt mal eben 1275, wenn man ein Hotel drauf gebaut hat. Das Problem dabei ist, du musst erstmal alle drei Grüne haben. Ja. Ich warte, bis es fünf. Fünf kostet? Achso, okay. Ja, ich vermute mal, weil viele drauf warten und darauf hoffen, dass Monopoly demnächst dann als Plus kostenlos gibt. Das glaube ich eher weniger. Weil erstens ist es vor kurzem jetzt erst erschienen. Zweitens gibt es schon für den Januar schon die Plus Games. Ja. Also die Plus Games sind ja schon raus, was für Januar kommt, die kostenlos sind. Und außerdem glaube ich eher weniger, dass da dass das demnächst, in der nächsten Zeit, vielleicht später, vielleicht Mitte nächstes Jahr, aber jetzt in der nächsten Zeit nicht. Also für Leute, die halt, wie gesagt, mit Kumpels gerne zusammenspielen, die es sich auch holen und online, macht es eine Menge Spaß. Ja, oder vielleicht mit Freunden zusammen, mit einer Party, wenn man eine Party so zusammen hat, so, man sitzt zusammen, jemand trinkt ein Bierchen. Meine Nase geht schon wieder zu. Ich weiß nicht, warum. Wenn man so zusammensitzt, so mit Leuten und so mit 5-6 Mann so ein Bierchen trinken, paar Chips, dann kann man ja auch mit einem einzigen Controller zusammenspielen mit 6 Mann, ja, den reicht man dann weiter. Dann ist es richtig geil, ja, ein bisschen Mucke an und so, aber auch so im Stream. Wenn man so, sagen wir mal, 6 Leute hat in der Party, worauf ich ja hoffe, dass es Silvester bis dahin geht, dass Leute von euch sich das holen und mit mir zusammenspielen dieses möchten, Grundstück wartet online, auf einen Käufer. Werden Sie das sein? Dass man dann halt den Party-Chat freischaltet für euch, damit ihr die anderen auch hört und dann halt online. Das ist richtig geil. Also die Silvester-Gala könnt ihr mir vorstellen, dass es richtig lustig wird. Das ist die blaue Parkstraße, ne? Nee, ich bin immer noch nicht gut. Ja, was Geld angeht, ich bin immer noch relativ niedrig unterwegs. 718 Euro habe ich. Also nicht wundern, ich nenne das Euro, ja? Du bist cool. Dankeschön fürs Kompliment. Macht Fun, dir zuzuschauen. Ja, Let's Play Live Show, jetzt schon Folge 88. Jeden Freitag, jeden Samstag 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show schon. Und im nächsten Jahr feiern wir ein Jahr Let's Play Live Show. Und zwar am 7.2. Ja, feiern wir einjähriges Let's Play Live Show. Mein Gott, 88 Folgen schon. Jeden Freitag, jeden Samstag 20 Uhr. Okay, letzten Samstag ist es ausgefallen, aber gut, das macht ja dann nichts. Sie sollten bauen. Das muss ja auch mal sein, ich habe ja auch noch ein Leben. Ne? Aber trotzdem versuche ich ja so gut es geht für euch natürlich immer freitags und samstags für euch da zu sein. Und natürlich auch auf YouTube, besucht mich einfach mal, meine Let's Plays. Und falls euch interessiert mein YouTube-Channel und ihr wisst nicht, wie ich da heiße, gebt einfach mal Ausrufezeichen Werbung ein. Ausrufezeichen Werbung und dann schreibt der Nightbot mein YouTube-Channel. So. Hat leider keine PlayStation 4. Ah, okay. Aber guck, wie hast du mich denn dann überhaupt gefunden, Polis Pagaro? Das würde mich mal interessieren, wenn du keine PlayStation 4 hast. Das ist aber interessant. Gab früher viele schöne Monopoly. Abend, viele schöne Monopoly-Abende. Ja, ich auch. Ich habe viel früher mit meiner Familie immer am, muss ich jetzt mal gestehen, sehr, sehr viel immer an den Adventstagen, also immer schön am Sonntag, schön am Adventssonntage habe ich immer schön Brettspiele gespielt, also hier Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly, die Peking-Akte und ach, also Spiele oder Spiele des Wissens, Spiele, alle möglichen Gedöns und auch Karten, Kniffel, ach, all möglichen Zeugs. Das ist aber immer mit den Jahren immer mehr abgegangen, je größer man wurde oder weniger geworden, je größer man wurde, leider. Ja. Würfeln Sie und sehen und, wir, was die Zukunft bringt. Gakai, geht das online? Ja, das geht online. Das funktioniert aber leider noch nicht. Sonst hätte ich heute ja schon mit Leuten online gespielt, auch hier in der Party. Es funktioniert aber leider noch nicht. Ich vermute mal, dass es die Server sind, aber es geht online mit 6 Leuten. Ja. Also du und 5 weitere. Ja, das geht. Man kann eigene Bretter erstellen, eigene Spielbretter im Monopoly kann man erstellen, mit eigenen Straßennamen. Man kann komplett das Brett selbst benennen, wie man es möchte. Man kann Häuser bauen, man kann, die muss ich haben. Man kann,
Bilder auf den Straßen setzen, die man auch im Uplay Store dann kaufen kann für die Uplay Punkte und solche Sachen. Risiko kommt auch. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist, aber soll kommen. Risiko und Trivial Pursuit soll angeblich kommen. Ja? So, die Straße brauche ich unbedingt, weil dann habe ich alle drei. So, ja, ich spiele auch was anderes. Gizur 46, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Doc McCoy, hi, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show, Folge 88 schon mittlerweile. Let's Play Live Show. Ich freue mich tierisch. Und ich habe alle drei. Ich habe alle drei rote Straßen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt also, ich könnte theoretischerweise, wenn ich das richtig sehe, ich schau mal eben. Ich bin blau, ne? Blau. Ja, bin ich ja sowieso immer blau. Nee, eine. Ach, Mist. Ich habe eine hell. Hellpink oder hellrosane, schade. Und zwar der. Ist es der Leon? Nee, warte mal, wer hat denn diese Farbe? Auf jeden Fall, irgendeiner hat noch die. Hat noch eine andere rote von mir. Wie gesagt, heute eventuell Alien Isolation oder halt je nachdem, was ihr sehen möchtet. Alien Isolation gibt es ja einen neuen Schwierigkeitsgrad, den würde ich ja gerne mal antesten oder ausprobieren. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Werden Sie zum Grundstück. Da hattest du noch nicht dran gedacht, die Let's Play Live Show zu machen. Wie meinst du das, RW? Nee, die kaufe ich nicht. Wie weit werden ich bin Sie raus. Gehen? Und der Preis ist. Der Preis ist heiß, kommt auf und geht aufs Ganze und so weiter. Ach, hör auf! Der Preis ist heiß und geht aufs Ganze? Familienduell wäre auch geil. Das habe ich früher auf einer Amiga so oft gespielt. Ja? Ach, früher habe ich gar nicht gedacht an der Let's Play Live Show, dass auch mal die Let's Play Live Show so ein Ausmaß nimmt, ja? Auch mit den Hochrechnungen hier, was Zuschauer angeht. Das hier bei Alien Isolation, diese 200 und ich glaube, was war, 220 oder was beim Maximum oder so. Also das war schon echt, vielen, vielen Dank auch an alle, die da regelmäßiger zusehen, auch hier bei YouTube und so, bei den Videos. Wie gesagt, bei 200 Abonnenten Special, vielleicht habe ich ja sogar schon 200 Abonnenten und ich weiß es noch gar nicht. Da muss ich mir was einfallen lassen, muss ich mal gucken. So, das zu verkaufen, der Hauptbahnhof. So, Prost zusammen. Aber wie gesagt, früher, das ist halt, dass das so Ausmaße nimmt mit der Let's Play Live Show, hätte ich natürlich nicht gedacht. Aber ich versuche natürlich, dem gerecht zu werden und auch, ich habe von vielen gehört, die Let's Play Live Show jetzt hier, wie gesagt, schon länger verfolgen, die mir gesagt haben, hör mal, Flex, wie Flex, die Let's Play Live Show ist nicht mehr das, was es früher mal war. Ja, wir sind jetzt ein Jahr dabei. Und ich nehme mir auch, wie gesagt, so Zeit für eure Meinung und höre da auch hin. Und ich muss sagen, die haben recht, ja. Es gibt gewisse Punkte, wo ich sage, ja, es war früher anders. Es gab einen gewissen. Ja, es gab einen gewissen Punkte, die ich so mal gemacht habe. Und die, weißt du, die sind so aus dem Ruder gelaufen. Nennen wir es mal so. Und da möchte ich wieder hin. Ja. Achso, früher bei dem Brettspielen zu Hause. Nee, da habe ich natürlich nicht dran. Nein, natürlich nicht. Aber, nun ja, schauen wir mal. So, und ich quatsch jetzt hier die ganze Zeit. Aber ich hoffe, ich unterhalte euch gut. Das ist natürlich die Hauptsache. So, was haben wir denn jetzt hier? Guck mal hier, der David und der Aurel. Der Aurel ist gerade am Würfeln. Wer hat denn... Was ist das? Kevina? Das ist eine Frau. Kevina hat die meiste Kohle immer noch. Hat aber auch am wenigsten Straßen gekauft. Sie müssen den Spieler bezahlen. Ja, die 6 Euro nehme ich doch gerne von dir, Aurel. Das ist doch schon mal super. So. Ihr Zug beginnt jetzt. Genau, da seht ihr, der Nightbot hat einfach mal in den Raum geworfen, wann die Let's Play Live Show immer stattfindet. Also jeden Samstag, jeden Freitag. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr, so rum. Falls ihr da Interesse habt, du hast 200 Euro Schulden. Falls ihr da vorbeischauen möchtet, wie gesagt, Freitag, Samstags immer um 20 Uhr. Sie sind am Zug. Falls sie mal nicht stattfinden sollte, schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei. Reflex GER. Und da erfahrt ihr alles weitere. Ja, auch was mein YouTube-Channel angeht. Unten steht es auch übrigens.
YouTube-Channel. Und der Nightbot. Wenn sie nur zu Besuch sind, haben sie nichts zu verlieren. Und der Nightbot schreibt natürlich auch zwischendurch mal Werbung. Ihr könnt es natürlich auch schreiben, einfach mal Ausrufezeichen und Werbung, falls ihr da Interesse habt, den YouTube-Channel zu besuchen. Oh, das Schiff liegt auf dem Dach. Oder auf dem Kopf. Sagt man auf dem Dach oder auf dem Kopf beim Schiff? Ich weiß es gar nicht. Was ist dieser Nightbot? Der Nightbot ist quasi so ein Chatbot. Ja, der achtet halt darauf, dass hier alles im Chat geregelten Dingen, also alles. Dankeschön. Dass hier alles mit geregelten Dingen abläuft, ja. Und der auch zwischendurch halt ein paar Infos euch gibt, was halt die Let's Play Live Show ist, wann die stattfindet, wie mein YouTube-Channel ist und solche Sachen halt. Der ist halt automatisiert. Ja, ich habe nebenbei halt den Rechner laufen, da ist halt ein Browser offen mit dem Nightbot und der ist dann halt einfach da eingefügt. Ich hoffe, ich konnte dir damit deine Frage beantworten. Leider wird es auch immer Leute geben, die was zu meckern haben. Ach, RW, damit habe ich mich eigentlich schon abgefunden. Jetzt bin ich endlich mal dran. Ich darf mal wieder spielen. Ich bin ja der Letzte hier im Bunde. Ich darf immer los. Jawohl. Das gibt's überall. Ich meine, jeder hat seine Meinung. Da stehe ich halt zu. Und, das ist nun mal so. Das bleibt ja nicht aus. Es wird etwas Gutes passieren. Aber Meinungen können auch gut sein. Wie zum Beispiel hier bei dem Spiel, wie gesagt. Also ich finde es halt mit den Würfeln halt nicht so prall. Aber so, ich bereue den Kauf nicht, bin ich ganz ehrlich. So, Ereignisfeld, schauen wir mal. Strafzettel, zahle 15 Euro. Ja, ich habe 15 Schulden. Toll. Geil, danke. Ja, nicht zu danken. Du spielst nicht? Ich spiele, ich komme nur immer als Letztes dran. Das ist das Problem. So, hier. Ne? Du siehst ja, mein Name ist ganz rechts viel unten. Glück. Und wenn die anderen gerade viel zu tun haben. Ich bin der Allerletzte. Leider habe ich nicht am Anfang nicht viel gewürfelt. Ja? Deswegen sieht es so aus, als würde ich nicht spielen. Das ist, ich kann es nicht ändern. Ja, es ist halt ein rundenbasiertes Spiel. So, dankeschön. Die 6 Euro nehme ich. Natürlich. Und schon habe ich 702. Ihr Zug beginnt jetzt. Genau, und der Nightbot kickt auch Leute, die beleidigen und so, genau, und Schimpfwörter reinschreiben. Da gibt es so eine Blacklist von Schimpfwörtern. Aber trotzdem gibt es immer wieder Leute, die es versuchen. Ich habe aber auch hier Moderatoren. Ich weiß gar nicht, ob welche heute da sind. Die lebendige Moderatoren, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Yeah! 10 Euro! Jetzt kassiere ich aber richtig ab hier, muss ich ja mal sagen. Jetzt kassiere ich richtig ab. Ja? Da habe ich schon 712 Euro in der Kasse. Du machst das prima. Dankeschön, RW 2209 WE. Ich muss auch sagen, es trauen sich nicht viele Monopoly zu streamen, wenn ich so gesehen habe. Weil ich hatte am... War das gestern oder vorgestern? Mittwoch oder Donnerstag hatte ich reingeguckt, da hat gar keiner Monopoly gestreamt. Gar keiner. Also ich weiß nicht, ob sie nicht getraut haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde es eigentlich, für einen Stream finde ich es eigentlich sehr recht unterhaltsam. Weil wenn man noch so ein bisschen so redet, so jetzt mit euch zusammen, so ihr schreibt da fleißig und ich euch auch so ein bisschen das Spiel näher bringen kann. Das Glück ist was ich gut finde, was ich schlecht finde und ob es sich lohnt, dann macht es natürlich eine Menge Fun. Oh, er geht im Knast. Oh. Machen wir eine Pause. Machen wir eine Pause. Genau, wir gucken immer wieder gerne. Das ist super, Lexchen. Dankeschön. Schönen Gruß übrigens. Ihr seid ja auch schon länger dabei. So, er ist im das Schiff ist im Knast. Sie sind dran. Emilien ist dran.